Wenn der Groschen gefallen ist und man damit beginnt, sein Geld anzulegen, dann ist es unvermeidlich, mitunter starken Schwankungen bei der Preis- respektive Wertentwicklung seiner Anlagen ausgesetzt zu sein. Nun ist es so, dass das genetische Erbgut des Menschen eindeutig nicht seiner heutigen Lebensweise entspricht, und tatsächlich ist es so, dass wenn sich die Finanzmärkte plötzlich bewegen, viele Menschen genau den gleichen Adrenalinausstoß erleben, als würden sie plötzlich einem wilden Löwen gegenüberstehen. Das ist auf Dauer nicht gut für die Gesundheit. Doch was kann man aktiv dagegen tun? Nach einem kurzen Intro geht es weiter. Hallo, schön, dass ihr dran geblieben seid. Der antike Philosoph Heraklit hat seinerzeit ein wichtiges Naturgesetz entdeckt, nämlich, dass alles einmal in sein Gegenteil hineinlaufe, respektive das eine in seinem gegenteiligen anderen immer mit anwesend ist. So kann man sagen, dass wenn nur das ganze Vermögensportfolio harmonisch sein kann, die Vermögenswerte im Einzelnen notwendig disharmonisch sein müssen. In der Psychologie wird geschätzt, dass negative Erlebnisse bei einem durchschnittlichen Verlust um das 2,5-fache schwerer wiegen als positive. Die stärkere Manifestation des Negativen trägt evolutionär betrachtet zum Überleben bei, denn sozusagen spielt es keine Rolle, wie oft man erfolgreich ist, wenn ein einziges Mal Scheitern unerträglich teuer wäre. Eine negative Erfahrung kann also von einer positiven Erfahrung nicht aufgewogen werden, und so kommt es nicht von ungefähr, dass gerade in der gegenwärtigen Zeit, geprägt von unruhigen Finanzmärkten und überhaupt im Rahmen von negativen Nachrichten, viele Menschen emotional erschöpft sind von den zahlreichen Enttäuschungen. Ein weiterer Punkt ist die sogenannte Verlustsensibilität. Das bedeutet, dass Verluste zwar schwerer wiegen als Gewinne, aber man zugleich relativ schnell desensibilisiert wird. Vereinfacht gesagt ist es so: 100 mal 1 Euro zu verlieren ist unangenehmer als ein einziges Mal 100 Euro zu verlieren. Worauf es also ankommt, das ist, sich einmal eine Strategie bei seiner Vermögensanlage zu überlegen, und strategisch bedeutet per Definition langfristig, und vielleicht nur einmal im Jahr ins beispielsweise Aktiendepot zu schauen, als wöchentlich oder sogar täglich. Letzteres raubt einfach nur Kraft und Energie. Und das ist es, was der Finanzexperte André Costolani eigentlich damit gemeint hat, als er einmal sagte: Kaufen Sie Aktien, nehmen Sie Schlaftabletten und schauen Sie die Papiere nicht mehr an. Nach vielen Jahren werden Sie sehen, Sie sind reich. Damit man viele Jahre seines Lebens jedoch nicht verschläft, kann es durchaus sinnvoll sein, anstatt Schlaftabletten zu nehmen, auf einem goldenen Kopfkissen zu schlafen. Das soll heißen, ein individuell zu bestimmender Grundstock an physischem Gold wirkt beruhigend. Denn langfristig erhält Gold immer die Kaufkraft und kann durch seinen inneren Wert niemals völlig wertlos werden. Überhaupt ist Gold der ultimative Vermögensschutz, ganz besonders in diesen wirtschaftlich und politisch unsicheren Zeiten. Und eine Unze kann man sich im Gegensatz zu beispielsweise Aktien auch ruhig jeden Tag anschauen. Denn eine Unze ist und bleibt eine Unze. In diesem Sinne können besonders sensible Anleger nach meinem Dafürhalten auch zeitweise durchaus all in Edelmetalle gehen und das Leben in vollen Zügen genießen. Noch mehr über Gold wie auch über Silber als Wertanlage, das erfahrt ihr ausführlich in meinem Buch Das Abenteuer Edelmetalle. Und wenn ihr allgemein noch mehr Videos über Edelmetalle und Finanzen sehen möchtet, dann abonniert jetzt diesen YouTube-Kanal. Wenn euch dieses Video gefallen hat und ihr meinen Kanal unterstützen möchtet, dann gebt diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und wir sehen uns in jedem Fall sehr gerne im nächsten Video wieder. Ich wünsche euch alles erdenklich Gute und ein tolles Wochenende. Auf bald!